Hallihallo. Heute ist, wie ihr wisst, unser letzter Tag. Wir haben jetzt unsere Koffer gepackt. Wir lassen die jetzt noch im Hotel und unser Fahrer holt uns um 4 Uhr ab. Also 16 Uhr, 20.15 Uhr geht unser Flug. Und ja, bei dem Verkehr brauchen wir ja total lange bis zum Flughafen. Deswegen haben wir gedacht, wir fahren lieber früher los. Und ja, wir essen jetzt noch kurz was. Und zwar, unser Fahrer hat uns gestern ganz leckere Früchte gekauft. Die kannten wir gar nicht. Und dann haben wir die aber so verschlungen. Und jetzt mal echt noch zwei übrig gelassen, weil wir dachten, wir müssen die euch unbedingt zeigen. Die sind so lecker. Die gibt es wohl nur in tropischen Ländern, also gerade hier in Indonesien. Und die heißt Mangostan, diese Frucht. Die zeigen wir euch aber gleich. Habe ich recht? Ja. Mario ist ein bisschen genervt, weil sein Rucksack-Reißverschluss kaputt gegangen ist. Erste Reise und direkt kaputt. Ah, ich habe ihn wieder repariert, aber ich glaube, es ist nur temporär. Temporär. Temporär defekt. Ja, temporär hält es jetzt wahrscheinlich. Gell? Das ist keine deutsche Qualität. Neu. Also, Frucht her. Ich habe Bock drauf. Okay, das ist diese leckere Mangostan. Sieht ein bisschen komisch aus. Die Schale ist auch irgendwie total hart. Ich finde es ein bisschen wie bei Maronen, findest du nicht? Naja. Ich finde schon, das ist irgendwie total witzig. Also man schält die auch und es sind so kleine Stückchen, also wie Mandarinenstückchen. Und ja, wie schmeckt die? Also so ähnlich wie eine Litschi, nur süßer. Von der Konsistenz wie eine Von Litschi. Der Konsistenz. Vom Geschmack einfach süß. Ja, das kann ich sagen. Aber voll lecker, gell? Der hat uns echt gestern so eine ganze Packung von diesen Mangostan. Zeig nochmal eine, wir haben noch eine verpackt, wie die aussieht. Er hat uns gestern so eine ganze Packung gekauft und wir haben gedacht, komm, wir probieren mal eine. Und dann haben wir die fast alle leer gefäschpert. Wir haben jetzt extra noch zwei übrig gelassen, dass wir es euch zeigen, weil die so lecker ist. Die haben innen auch einen Kern, meint ihr. Aber es ist echt mega cool. Wir gucken mal, ob wir die mal in Deutschland vielleicht finden. Schauen wir mal. Bestimmt nicht. Nein, vielleicht gucken wir mal. Ansonsten machen wir einen Mangostanladen auf. Ja, oder wir kommen bald wieder her. Ich glaube, das zweite ist die bessere Idee. Mag schauen wir was? Ja. Dann sei schnell. So. Es ist etwas laut, aber ich hoffe, man kann uns verstehen. Ja, ein kleines Spezialvideo noch zu U-Boot. Unsere Vorstellungen waren auch Reisterrassen, Yogi-Tee trinkende, Dreadlocks behangene Leute, die vor der Tür sitzen und immer Peace dir hinterher rufen. Aber U-Boot ist schon ganz, ganz anders. Und wir wollten euch zeigen, wie geschäftstüchtig hier der gemeine Indonesier ist mit Taxi, Sarong verkaufen, egal was. Die verkaufen eigentlich alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Deswegen starten wir hier ein kleines Experiment. Wie oft werden wir angelabert, wenn wir die Straße runterlaufen? Da ist gerade tatsächlich ein Auto entlang gefahren und die haben auf dem Fenster einen riesen Aufkleber von der Queen gehabt. Irgendwie komplett Banane, oder? Okay, ich würde sagen, los geht's! So, erste Massage, man hat es nicht gehört, hier rechts an der Seite. Also wir hätten schon eine Massage buchen können. Nach 5 Metern. 5 Meter, wuhu! Und weitere 5 Meter. Taxi! No, nochmal Taxi! Ding, ding! Das war schon ein Jackpot. Das war wahrscheinlich sein Bruder, der wollte uns noch einen besseren Preis geben. Und das war Taxi Nummer 3. Taxi Nummer 4. Taxi Nummer 5. Fairerweise war es dasselbe, der jetzt gerade zweimal hintereinander gerufen hat.
Und wieder ein Taxiangebot. Diesmal sogar mit Gestikulierung. Er hat wild ein Lenkrad mit den Händen simuliert. Und noch ein Taxiangebot, jetzt wieder zu den Reisterrassen. Ganz direkt hat er ein Angebot rausgehauen. Jetzt wird es spießrutenlaufmäßig. Hier das, ich glaube, 9. oder 10. Taxiangebot. So, wir haben uns jetzt hingesetzt und haben uns ein lecker Crepe bestellt. Und guck mal, wie geil das aussieht. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, was drin ist. Auf jeden Fall ganz viele Früchte, der Crepe. Peanut Butter, Nüsse, schauen wir mal. Und ich glaube, ich fange jetzt schon an, weil wir warten schon fast 10 Minuten. Marius Seiner ist immer noch nicht da. Die haben gesagt, der dicke Junge, der kann ein bisschen warten. Und deswegen esse ich schon mal und dann zeigen wir nachher. So, Marius, sein Crepe ist jetzt auch gekommen. Juhu, guck mal, wie lecker es aussieht. Boah, wie geil. Da hat's als Healthy Food eine Erdbeere drin und der Rest ist Schokolade, Nüsse und glaub noch Schokolade und als Topping Schokolade. Aber du weißt, Schokolade wird hergestellt aus Kakao. Ja, Kakaobohnen, richtig, ja. Also. Ich würde sagen, Healthy Food, Healthy Food. So, wir wurden jetzt auf einen früheren Flug umgebucht, beziehungsweise wir wurden gefragt, ob das okay ist, dass wir einen früheren Flug nehmen, als sind wir eine halbe Stunde einfach früher jetzt in Jakarta, weil wir fliegen genauso wie daheim, wie wir hergekommen sind, und zwar nach Jakarta, Amsterdam und dann Stuttgart. Von dem her haben wir gesagt, ja, wir nehmen den Flug, weil falls wir ihn nicht nehmen und der andere verspätet sich, dann haben wir nachher so einen Stress. Und immer passt das. Ja, wir haben uns was zu essen geholt. Die hat nur Croissants mit Schinken und Käse. Und dann habe ich gefragt, ob sie uns auch eins mit Käse machen kann. Da hat sie gesagt, ja, aber zum selben Preis. Naja, wir haben auf jeden Fall eins genommen. Und ich esse es dann auch gleich mal. Und wahrscheinlich sehen wir uns dann entweder im Flugzeug oder in Jakarta. Ja. So, ich mache jetzt meinen eigenen Vlog. Mario kommt jetzt mit der GoPro, der ja, Blöde. Ich mache meinen eigenen Vlog. Ich lasse mich YouTube-mäßig scheiden. Ich Nein. bin eh viel witziger. Das würdest du nicht machen, oder? Okay, tschüss, ade. Über den Wohnungsschlüssel. Nein. Also wir sind in Jakarta angekommen. Komm, wir gucken mal hier, wo es jetzt hingeht. Aber ich stippe, glaube, G10 drauf. Und dann latschen wir einfach. Ja, schrei halt rum. Also wir gucken uns mal, wo es hingeht. Und dann? Und dann geht's weiter. Ich bin schon hundemüde. Ich bin so müde. Das gibt's gar nicht. Vielleicht mal nachher ein bisschen schlafi. Ja, also wir gucken jetzt mal ein bisschen hier. Mario checkt's ab. Was? Oder auch nicht. Okay, ich muss ihm helfen. Hol mal Tickets raus. Also alles klar, wir gucken jetzt mal und dann... Hol mal Tickets raus. Gucken wir, wo wir hingehen. Ist korrekt. Und dann checken wir nachher wieder ein. Ist korrekt. Guten Morgen. In einer Stunde landen wir in Amsterdam. Also wir sind jetzt gerade noch im Flugzeug. Wir sehen richtig fertig aus. Aber ich muss sagen, also ich konnte über relativ gut schlafen. Ich habe gleich insgesamt 5 Stunden geschlafen, also schon ganz schön viel. Und ja, ich bin jetzt auch fertig. Ich bin auch froh, wenn wir dann endlich mal komplett zu Hause sind. Und jetzt sind wir noch mal in Stopp in Amsterdam. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Aufenthalt haben. Ich glaube nicht so lange, wahrscheinlich 2 Stunden. Und ja, Mario schon unseren Film. Ich habe eigentlich alle Filme schon durchgesehen, weil es sind die gleichen wie auf dem Hinflug. Von dem her lese ich wahrscheinlich noch hoch und wir sehen uns in Amsterdam. Ich wollte euch auch nochmal Marius geile Kopfhörer zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die sind total zerflattert. Das ist so geil. Immer wenn er die abnimmt, ist sein ganzes Ohr voller schwarzer Krümel. Also die schmeißt du am Flughafen weg, oder? Die kannst du nicht nochmal benutzen. Guck dir das an. Ich werde sie wegschmeißen. Alles um meine Freunde. Ja, genau. Du bekommst neue, okay? Zu meiner. Das wäre hau ab. So, Flug geschafft. Wir sind jetzt in Amsterdam. Es ist jetzt morgens kurz vor 9.
Also heißt es, es ist 7 Stunden später auf Bali. Es wäre auf Bali jetzt 16 Uhr. Wann sind wir los? Um 20.15 Uhr. Also sind wir jetzt schon wieder ewig auf dem Bein. Sind wir jetzt schon 20 Stunden. Ja, wäre schön, wenn wir auf dem Bein sind. Ja, 20 Stunden wieder. Nur auf dem Arsch warmer. Im Flugzeug und auf dem Flughafen. Wir haben uns hier gerade lecker Käse gekauft, einen Amsterdam-holländischen Käse. Und ja, jetzt warten wir schon wieder. Ich glaube, es geht erst in 1,5 Stunden weiter nach Stuttgart. Und von Stuttgart holen wir unser Auto ab, steht bei Freunden. Und dann bleiben wir wahrscheinlich noch kurz ein bisschen. Also aus einer Viertelstunde wird immer eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Und dann gehen wir heim und chillen. Wir sind gerade zusammen auf so einem Rollband gefahren und wollten uns dann so einen Kuss geben. Und unsere Nasen haben sich berührt. Und es hat richtig Funken geschlagen. Es hat richtig wehgetan. Das ist zum ersten Mal. Blitzschlag. Ein paar Funken schlägt. Ja, wir sehen auch relativ fertig aus, ich weiß. Aber. Das sieht noch gut aus. Ja, das ist wunderschön aus. Das ist wunderschön aus. Genau, wir haben uns jetzt gerade noch umgezogen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns vielleicht letztes Mal in Stuttgart oder daheim.